Generative KI, wir haben es gerade schon gehört, der iPhone-Moment oder wie Nico es gesagt hat, endlich verstehen die Eltern auch, was der Junge beruflich macht, ist tatsächlich wirklich großartige Sache. Und meine Folien sehen Sie doch nicht, wenn Sie meine Folien sehen würden. Ha, sehr gut. Ist was, was wir natürlich sehr, sehr lange machen, damit Sie einmal sehen, wo ich herkomme, Fraunhofer EAIS, eines der großen Fraunhofer im Bereich künstliche Intelligenz. Und wir sind intensiv dabei, nicht nur seit dem ChatGPT-Moment, sondern natürlich auch viel früher mit Unternehmen über KI zu reden. Das heißt, so wie es die Fraunhofer-Mission ist, wir sind einerseits in der Forschung dabei, also im Projekt OpenGPTX, und andererseits gleichzeitig auch immer dann schon zu gucken, was kann man zu Unternehmen umsetzen. Und ich persönlich war halt ein Jahr, wie ich ganz intensiv damit beschäftigt, zu Unternehmen hinzugehen, mit Vorständen zu sprechen, denen zu erklären, was ist das eigentlich, generative KI, was soll ich damit machen. Wir haben Schulungen entwickelt, damit Leute auch Prompten lernen, so ein bisschen Hintergrund verstehen, das nicht nur einfach so anwenden. Wir sind in Unternehmen und setzen wirklich von Prototypen bis zu Projekten das um, und auch im Bereich Trustworthy AI, also Leute, die selber schon KI-Projekte gemacht haben, dann zu unterstützen, wie kann ich die absichern, dass ich mich auch drauf verlassen kann. Das heißt, wir haben eigentlich schon sehr, sehr viel Erfahrung mittlerweile, und das bedeutet, ich werde heute mal einen ganz anderen Vortrag halten, als ich das ganze letzte Jahr gehalten habe. Das ganze letzte Jahr habe ich halt die Vorträge gehalten, hey, da kommt was Neues, das ist großartig, da soll hier dabei sein und unglaubliche Möglichkeiten. Heute werde ich den Vortrag halten, was haben wir das ganze Jahr über gelernt und worauf sollte man auch achten, wenn ich KI einsetze, was ist der beste Weg. Werde das an ein paar Beispielen von unseren Projekten machen und hoffen, Ihnen da ein paar Einblicke zu geben, wie man auch tatsächlich vorgehen sollte. Der sogenannte iPhone-Moment ist ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch meine Arbeit total verändert hat. Also noch vor 2 Jahren war es so, wenn wir beim Unternehmen waren und gesagt haben, ja, lass uns mal einen KI-Use-Case machen. Also KI, der Hype ist ja 5 Jahre, glaube ich, alt. Dass wir dann sagen, okay, können wir machen, trauen wir uns zu, die Dokumente zum Beispiel zu analysieren. Dauert ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, kostet 6-stellig und ob es wirklich funktioniert, ja, wir glauben schon, garantieren können das nicht. Und mittlerweile haben wir unglaublich viele Projekte, wo wir genau dasselbe machen, aber in 2 Wochen. Setzen uns hin, prompt mit ein paar Leuten, Leuten von Kunden, von uns, und allein diese Beschleunigung ist was, was unglaublich, was ein Unternehmen auch auslöst. Und deshalb glaube ich, dass dieser iPhone-Moment ganz, ganz wichtig für Unternehmen ist und dass man auch wirklich sagen kann, in Zukunft müssen halt ganz, ganz viele mitarbeitende Unternehmen eben auch ChatGPT und Co. große Sprachmodelle bedienen können, wie in Zukunft, wie heutzutage eben auch Word oder googeln zu können. Ja, jetzt wissen Sie ja, ich komme auch aus der Forschung. Fragen Sie mich natürlich, ja, Herr Rüping, kann man das auch irgendwie belegen? Warum glauben Sie das denn? Da gibt es eine sehr schöne Studie, die Leute gemacht haben, und zwar Stanford-Universität zusammen an BCG. Und zwar haben die eine große Anzahl, ich glaube 65 Berater von BCG in eine Studie mit reingenommen und analysiert, denen Aufgaben gegeben, ich zeige Ihnen gleich was, echte Aufgaben, die Berater täglich machen, und dann geguckt, wie gut arbeiten Leute in 3 Gruppen. Einmal Vergleichsgruppe, die Leute wie bisher arbeiten, also ohne irgendein Sprachmodell. Leute, die dann nochmal einen Zugang zu GPT-4, was in dem Fall, gekriegt haben, und Leute, die einen Zugang zu GPT-4 gekriegt haben, plus nochmal eine kleine Einführung, kleine Schulung, das zu machen. Und die Ergebnisse waren wirklich unglaublich. Die haben es auf verschiedene Arten und verschiedene Aufgaben gemessen, wie gut das funktioniert. Durch die Bank, bei allen Aufgaben, egal wie sie Leistung gemessen haben, das dann sehr realistisch gemacht, Leute, die generative KI benutzt haben, waren besser als Leute, die sie nicht benutzt haben. Manchmal war der Abstand größer, manchmal war der Abstand kleiner, aber durch die Bank ist es so, und das ist ein ganz, ganz großer Beitrag und ein Grund für mich zu sagen, ja, low-hanging fruits, wenn ich also mich überlege, was kann es unter ihm bedeuten, das kann ich ja sehr schnell umsetzen, und es ist sehr, sehr wichtig dann, das auch verlässlich zu machen, also nicht einfach wie Samsung passiert ist, auch plötzlich merken, dass ganz viele Dokumente nach außen geflossen sind, weil die Leute Cloud benutzt haben, und die Leute aber eben auch entsprechend
da vorzubilden, wie man es macht. Weil, was man hier sieht, bei den drei Kurven ist, also einmal sieht man natürlich ganz klar rechts die beiden Sachen, wo Leute generative KI genutzt haben, die Kurve, links das Blaue, das Leute ohne, großer Unterschied. Was man aber auch sieht, ist die Leute, die eine Schulung gekriegt haben, das ist dieser kleine, ein bisschen auf die linke Seite müssten Sie gucken. Was passiert ist, also die Leute, die es wirklich gut konnten, die sich gut aneinbauen, gab es keinen Unterschied. Was immer sehr häufig passiert ist, Leute, die bisher noch keine Ahnung hatten, wie man generative KI benutzt, die haben unglaublich davon profitiert, dann nochmal eine kleine Einführung zu kriegen und das zu machen. Und das ist genau auch meine Erfahrung. Generativer KI, iPhone-Moment, ist halt sehr, sehr einfach zu bedienen. Man kann es halt einfach prompten. Tatsächlich, was immer sehr häufig passiert, ist, dass die Kreativität der Leute noch ein bisschen angeschubst werden muss. Das heißt, die Leute sind halt deshalb nicht so gut drin, bestimmte Aufgaben zu lösen, die sie besser lösen konnten mit generativer KI, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, dass man was machen könnte. Also wir haben so Sachen, wo wir dann zum Beispiel so eine Woche lang zusammen prompten, so in gemischten Teams, und meist gehen die Leute einmal draußen und sagen halt nicht, wusste ich gar nicht, was prompten ist, sondern sagen, bin ich gar nicht drauf gekommen, dass ich das auch hätte machen können, dass das so geht. Das ist ein ganz großer Unterschied, den es da gibt. Gut, wir sind jetzt hier auf Einladung von OpenGPTX. Ich habe gesagt, das ist mit GPT-4 gemacht. Gibt es denn einen Grund, warum ich vielleicht nicht GPT-4 nehmen sollte? Und ja, dazu gucken wir einmal ein bisschen im Detail. Ich hoffe, Sie können es lesen, rein, welche Aufgaben die Leute hingestellt haben. Bei 18 Aufgaben insgesamt, die letzte ist ein bisschen länglicher, die habe ich jetzt nicht auf den Folien drauf. Aber echte Aufgaben, und zwar haben die Leute gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind Berater, arbeiten für eine Schuhfirma. Die Schuhfirma will ein neues Produkt auf den Markt und für eine Kundengruppe, die noch nicht richtig bedient ist. Und jetzt überlegen Sie mal, was das Produkt sein könnte, was die Kundengruppe sein könnte. Namen für ein Produkt, überlegen Sie mal, wie man es testen könnte. Schreiben Sie mal einen Bericht an Ihren Chef, an das Management dafür, was passiert ist. Beispielsweise mein Liebling ist, erklären Sie in einem inspirierenden Memo an alle Mitarbeitenden, warum das Produkt denn unglaublich erfolgreich sein wird. Also ganz, ganz viele Fragen. Und wenn ich mir das überlege und da reingucke, glaube ich, dass die Studie ganz stark davon profitiert hat, dass es im englischsprachigen Markt war. Weil, wenn ich jetzt mal reingucke, ganz, ganz viele Sachen sind natürlich sehr, sehr stark sprachen- und kulturabhängig. Also gerade dieses inspirierende Memo, ein inspirierendes Memo, das so richtig in den US die Leute wirklich mitreißt. Glauben Sie, dass das in Deutschland, in China, in Spanien, in Russland, wo auch immer, genauso gut funktioniert? Nee, natürlich nicht. Es war sehr, sehr sprachabhängig, kulturabhängig, und ich kann davon profitieren, das eben anzupassen. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ganz aktuelle, brandneue Nachrichten aus dem OpenGPTX-Konsortium gibt, die genau das probiert haben. Ich gehe gar nicht auf die Details an, was man im Wesentlichen sieht, sind drei Modelle, sind hier verglichen worden, also ein existierendes Open Llama und zwei interne, die selbe Anzahl Parameter, selbe Datenmenge haben und sich im Wesentlichen dadurch unterscheiden, dass ich im einen Fall, Standardfall gesagt habe, naja, ich nehme erstmal größtenteils englischsprachige Daten und so ein paar andere Sprachen mit da rein. Und im Fall OpenGPTX haben die Leute gesagt, nee, das ist ja doof, wir wollen was Europäisches haben. Wir nehmen also verschiedene Sprachen, 5 insgesamt im gleichen Maßstab rein. Und was man genau sieht hier ist, dadurch werde ich einfach in allen Aufgaben, die ich habe, besser. Und, das ist jetzt in der Tabelle nicht, aber meine feste Überzeugung, ich werde auch kultursensitiver und ich kann die Sachen besser anwenden. Also ein sehr, sehr schönes Ergebnis, was wir hier haben. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen erstmal geguckt so auf die Low-Hanging Fruits. Also was kann ich machen, indem ich einfach mal allen Leuten sage, hier ist mein firmeninternes Sprachmodell und arbeitet man damit, schon gut. Aber eigentlich fragen wir uns ja, kann ich nicht noch größere Sachen machen? Was sind denn die Anwendungen, die auch wirklich versprechen, mein ganzes Unternehmen noch mal einen Schritt weiterzubringen? Und eine Sache, wo ich glaube, dass große Sprachmodelle einfach einen unglaublich großen Impact haben werden, ist der, dass in vielen Unternehmen das Problem des Fachkräftemangels gibt. Was meine ich mit Fachkräften? Fachkräften in diesem Fall Leute, die relativ viel Arbeitszeit damit verbringen, Papier zu lesen, dann Entscheidungen zu treffen und dann wieder Papier zu generieren. Papier, elektronisch, egal. Also solche Leute wie Schadensexperten in Versicherungen, die halt wirklich Betrugsexperten sind, sehr, sehr gut verstehen, ob das plausibel ist, was passiert sein könnte oder nicht. Leute in Krankenhäusern, die Abrechnung machen, die halt aus der medizinischen Dokumentation raus extrahieren müssen,
Wie funktioniert es im DRG-System, wie kann ich bei der Versicherung abrechnen? Rechtsanwälte beispielsweise ja den größten Teil ihrer Arbeit nicht damit verbringen, über rechtliche Zusammenhänge nachzudenken, sondern erstmal einen Stapel von Papier zu haben und alle Informationen zu kriegen, öffentliche Verwaltung etc. etc. Und die können, glaube ich, sehr, sehr stark davon profitieren, dass man sie hier unterstützen kann. Und meine Erfahrung ist, also wir machen sehr, sehr viele Use-Case-Workshops im Moment mit Unternehmen, man geht halt rein und typischerweise ist, wenn man die Leute so ein bisschen Input gibt, dann ist man sehr, sehr schnell bei 20, 30 Use-Cases aus dem gesamten Unternehmen mindestens zusammenzutragen. Also die Leute werden dann ganz kreativ. Und dann überlegt man ja, okay, man kann ja nicht alle gleichzeitig machen, welche sind denn besonders wichtig. Meine Erfahrung ist, in ganz, ganz vielen Fällen kommt man ja auf 2, vielleicht 3 Cases, die wirklich im Kern von Unternehmen, Kern der Wertschöpfung stehen, die also wirklich dadurch, dass ich irgendwas automatisieren, optimieren kann, auch wirklich da, mich dazu führen, dass ich ja, entweder stark Kosten sparen kann oder eben sicherer bin. Und in ganz vielen Fällen sind das solche Use Cases, wo Unternehmen sagen, ja, da habe ich eigentlich in meinem großen Unternehmen nur 2 Leute, die das wirklich können, die Spezialisten. Und der eine geht in 2 Jahren in Rente, was mache ich denn dann? Und das sind solche Fälle, wo ich ganz stark unterstützen kann. Und da bin ich aber auch in einem Fall, wo ich ganz andere Anforderungen habe. Also wo ich früher mal rumgepromptet habe, dann gucke ich nochmal drauf und dann prompte ich weiter, wenn das Ergebnis nicht gefällt, bin ich hier eher im Fall, wo ich sehr, sehr hohe Genauigkeit haben möchte, sehr, sehr verlässlich sein will, weil bei diesen Experten ist es halt so, die haben eine sehr niedrige Schnelle, dass die sagen, weil sie sich halt so gut auskennen, wenn das doch so kompliziert ist mit dem Sprachmodell, mache ich es lieber selber. Das geht schneller, wenn ich das einfach selber mache. Das heißt, das Modell, die Unterstützung muss sehr, sehr gut ausfallen, sie da unterstützen zu können. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht aus dem Medizinbereich, ein Projekt, das wir haben. Da geht es darum, in der Notaufnahme, viele Leute stehen dann um PatientInnen rum und sagen was, und das alles muss dokumentiert werden. Wie kann man das unterstützen, dass ein Formular, das dann zur Dokumentation nimmt, auszufüllen. Wenn Medizin jetzt nicht Ihr Ding ist, übrigens denken Sie daran unter Ihrem Unternehmen, wie viele Leute sind regelmäßig damit beschäftigt, Formulare auszufüllen. Hat eigentlich jeder, in jedem Fall da gleich 10 Cases an. 2 Sachen an dem Projekt sind ganz spannend. Die erste Sache ist die, es war ein Projekt, das wir 2 Jahre lang gemacht haben, ohne großes Sprachmodell. Und es war alles irgendwie schwierig, Daten schwierig zu bekommen und komplex. Dann ist ein Kollege auf die Idee gekommen, lass doch mal ein großes Sprachmodell probieren. Wir sind 2 Wochen genauso weit gekommen wie in den 2 Jahren vorher. Super. Also auch für Unternehmen heißt das ja, die Latte oder der Overhead, um erstmal einen ersten Use Case machen, ersten Proof of Concept, mal die Machbarkeit, bevor ich überhaupt investiere, ist ganz deutlich niedriger. Der zweite Punkt ist aber auch, an der Stelle, wo dann klar war, jawohl, es geht, es macht Sinn, ist dann plötzlich auf, ja, okay, wir haben es jetzt in Englisch, also in GPT-4 haben wir da auch genommen, ja, eigentlich brauchen wir es in Englisch, eigentlich brauchen wir es in Deutsch, vielleicht auch ein bisschen Dialekt und natürlich mit der Fachsprache, und wir können es nicht als Cloud-Lösung nehmen. So muss also wirklich im Krankenhaus irgendwie lokal laufen. Gute Nachricht ist, also das ist was da drin relativ häufig dann passieren wird, dass ich überlegen, wie stark will ich meine Daten rausgeben. Gute Nachricht ist, auch kleinere Modelle werden mittlerweile immer besser. Sie können also auch große Sprachmodelle dann für bestimmte Aufgaben ganz stark komprimieren, dass sie so lokal laufen lassen können, was hier auch der nächste Schritt wäre. Aber es geht natürlich nur dann, wenn Sie auch einen gewissen Zugriff auf das Modell haben, wie wir es damit machen können. Das heißt, wenn Sie kein Open-Source-Modell haben, sondern irgendwie Closed-Source und einen Cloud-Zugang kriegen, stehen Sie plötzlich davor und kommen nicht weiter. Und Sie sind hier einfach viel zukunftssicherer dadurch, dass Sie eine Open-Source-Lösung haben, wo Sie modularer Sachen aufbauen können. Dritter Punkt, warum, wo große Sprachmodelle einen großen Impact haben können, das ist das, wo meisten Leute erstmal dran denken. Natürlich kann ich nicht mein ganzes Unternehmen umkrempeln, ganz neue Geschäftsmodelle machen. Chatbots beispielsweise kommen da häufig vor. Was ich unbedingt brauche in dem Fall ist da ein Trustworthiness-Konzept. Also wir wissen es alle, Sprachmodelle können halluzinieren. Bin froh, dass auch in OpenGPTX daran gearbeitet wird, die Modelle sicherer zu machen, aber sehen wir es ein, die sind halt so kompliziert, dass ich nie genau verstehen würde, was passiert. Also muss ich mir immer Gedanken über den Einsatz machen. Warum? Naja, einerseits, weil es halt rechtlich notwendig ist. EU AI Act sagt Ihnen alles was. Ich habe überlegt, ob ich eine Folie dazu mache, aber wenn ich mit dem Thema anfange, kommen wir unter 2 Stunden hier nicht raus. Deshalb springe ich heute mal drüber weg. Aber Sie wollen natürlich auch nicht, dass Ihr Chatbot plötzlich anfängt, Kunden zu beleidigen.
dass es irgendwelche Informationen rausgibt, die lieber nicht rausgegeben werden sollten. Sie wollen auch nicht irgendwie plötzlich ein Türchen aufmachen, dass Leute ihren tollen Chatbot, der jetzt irgendwie Kunden auch Verträge anbietet, irgendwie hackt und ich irgendwas rauskriege, da ich haben will. Ich will nicht in der Bild-Zeitung stehen mit einem KI-Modell, einfach weil das irgendwie ganz komisch reagiert, anders als ich es halt vorhersagen kann. Und damit muss ich halt leben, dass ich nicht vorhersagen kann. Das heißt, da braucht man Ansätze. Ich habe immer zwei Beispiele mitgebracht. Eins ist ein Projekt mit BMW, das wir uns am Institut machen. Da ist halt ganz klare Idee, also Sprachsteuerung im Auto kennen Sie wahrscheinlich schon, ist nichts Neues, aber bisher alles irgendwie sehr, sehr spröde, also klar, Scheibenwischer an, Scheibenwischer aus, kein Problem, aber richtige Gespräche führen kann ich nicht. Und klar, die Idee kann ich jetzt nicht einfach da ein Sprachmodell dran stöpseln und viel tollere Fragen stellen. Was ist hier das Trustworthiness-Problem? Das fand ich eine ganz spannende Sache, als ich es gehört habe. Das Problem ist, oder die Herausforderung, BMW will natürlich, wenn ich Fragen über das Auto stelle, dass auch die richtige Antwort kommt. Wenn ich also frage, was ist die maximal zulässige Anhängelast bei meinem Auto, sollte eben nicht rauskommen, ja, im Internet habe ich mal gelesen, was könnte das sein, sondern es muss natürlich genau die Info rauskommen, die auch im Handbuch steht, damit wir mich verlassen können. Erste Lösung, wie man es macht dann zum Beispiel, ist, man nimmt halt einmal Sprachmodell, das also die Dialogfragen macht und macht mal ein zweites Modell, das die richtigen, die harten Fragen beantworten, versucht das zu kombinieren. Klar, es wird natürlich besser, wenn Sie direkt auf Ihr Modell zugreifen können und genau die Antworten auch irgendwie reinbauen können. Auch da sind Sie dann wieder sicherer, wenn Sie ein offenes Modell haben, haben einfach mehr Möglichkeiten auch zu kontrollieren, was da passieren soll. Zweites Beispiel, das wir gemacht haben, Da haben wir eine Versicherung begleitet, die haben selber ein KI-Modell aufgebaut für die automatisierte Schadensverarbeitung, Dunkelverarbeitung. Da sind wir einfach hingegangen und haben gesagt, wir machen da ein Assessment und beurteilen das bezüglich verschiedener Trustworthiness-Kriterien. Den Punkt, den ich hier nochmal machen möchte, ist folgender. Bei dem BMW-Beispiel habe ich Ihnen gesagt, naja, man muss da technisch ganz stark reingehen können, das Modell verbessern, wird es halt vertrauenswürdiger. Aber in vielen Fällen reicht das nicht, sondern ich muss mir auch Gedanken machen, was passiert vor dem Modell, was passiert nach dem Modell. Wir haben hier zum Beispiel gesagt, denkt mal daran, dass es einen Schulungsbedarf für Mitarbeitende gibt, das und das muss man machen. Denkt daran, dass den Kunden Opt-out möglich sein muss. Eine häufige Sache, die vorkommt, und ein ganz, ganz wichtiger Einflussfaktor, wenn ich ein großes Sprachmodell trainiere, ist die Qualität der Eingabedaten. Das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen, die in OpenGPTX arbeiten, stecken noch einfach unglaublich viel Arbeit da rein, zu gucken, dass die Qualität der Eingabedaten gut sind. Also typische Informatik-Motto, Garbage in, Garbage out, gilt auch hier. Ich kann das Modell einfach ganz, ganz stark verbessern, indem ich da gute Daten reingebe. Und jetzt frage ich mich halt, dann müsste ich ja wissen, wenn ich also ein Modell daneben will, auf welchen Daten wurde es denn trainiert, welche sind da reingegangen, damit ich es überhaupt beurteilen kann. Ja, und dann mal viel Glück bei den Anbietern, kommerziellen Anbietern von Sprachmodellen rauszukriegen, welche Daten die genau genommen haben. Da werden Sie ein Problem haben, wenn Sie ein offenes Modell haben, da auch transparent ist, sind Sie sicherer. Übrigens eine Fragestellung, die ganz neu aufgekommen ist, was ist mit Plagiaten? Wenn ein Modell dann eine Ausgabe generiert und Sie nehmen zum Beispiel den Text der Ausgabe und tun ihn auf Ihre Webseite, auf Ihre neue Werbekampagne und plötzlich stellt sich raus, der ist aber vom Modell 1:1 aus irgendeinem Buch abgekupfert, haben Sie vielleicht auch ein Problem und das müssen Sie dann auch irgendwie rauskriegen. Auch hier gilt, offene Modellarbeiten, sich darum zu kümmern, kann Ihnen danach ganz, ganz viele Kopfschmerzen ersparen. Genau, und insgesamt, das sieht man halt, wenn man solche Modelle vergleicht, ist durch die Bank immer relativ klar, dass solche offenen Modelle in solchen Kriterien besser abschneiden. Das heißt, der Vorteil, den solche Closed-Modelle haben, dass ich vielleicht einfach schneller arbeiten kann, weil es irgendwie schon integriert ist, Microsoft Copilot zum Beispiel, den kann ich später wieder verlieren, wenn ich wirklich irgendwas haben will, was 24/7 für mich aber was verlässlich sein muss. Gut, was sollten Sie heute mitnehmen? Wie sollten Sie auch über große Sprachmodelle denken, wenn Sie es jetzt wirklich im Unternehmen mal richtig einsetzen wollen und also über dieses Spiel und iPhone-Moment schon mal weggekommen sind? Ich habe tatsächlich, so eine meiner Ängste bei großen Sprachmodellen ist nicht, dass sie irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen, sondern es ist eher, dass ganz, ganz viele Leute die ausprobieren, dann irgendwie merken, funktioniert ja nicht auf Anhieb, weil ich probiere und dann sagen, große Sprachmodelle funktionieren ja gar nicht für mich. Sondern was mir am Herzen liegt, und das ist der Fraunhofer-Mission, dass wenn man es probiert, das auch richtig macht. Die Message, die ich Ihnen heute einfach mitgeben möchte, im Moment ist absolut der richtige Zeitpunkt, im Unternehmen mit großen Sprachmodellen zu starten. Natürlich deshalb,
weil die Möglichkeiten unglaublich groß sind. Ich freue mich auf die ganzen Vorträge, die wir heute noch haben, wo wir in diese verschiedenen Branchen reingehen. Das heißt, wenn Sie schon mal vor ein paar Jahren eine KI-Strategie gemacht haben, kann die total über den Haufen geworfen sein, weil jetzt viel mehr möglich ist, als sich vorher zu träumen gewagt haben. Zum anderen aber auch, weil es einfach viel schneller möglich ist, kleine Machbarkeitsstudien zu machen, zu testen und dann auch einfach viel sicherer die Entscheidung zu haben, sollte ich stark in generative KI investieren, weil ich, wie gesagt, in einer Woche, zwei Wochen Prompten mit Leuten, die dies irgendwie können, schon ganz, ganz gut herauskriegen kann, ob mein Case, den ich habe, überhaupt machbar ist. Das heißt, jetzt sollte man starten und wenn ich das mache, eben genau diese Schritte, die ich gesagt habe, beachten, also gut überlegen, welches Modell ist das Richtige, wie sollte ich es einsetzen und nicht eben das erste Modell oder das bekannteste Modell nehmen, sondern in jedem Fall auch dann zum Beispiel darüber nachdenken, ob nicht offene Alternativen da irgendwie sinnvoller sind. Genau, damit bedanke ich mich bei Ihnen, bin natürlich noch gerne jetzt oder später in der Pause auch für Fragen da. Myang hat sehr viel jetzt aufgespannt. Ich habe nur 20 Minuten, also ich werde nur viele Elemente jetzt streifen können. Mein Ziel ist Ihnen heute einige Elemente jetzt dann, kurz vorzustellen, die sehr wichtig sind zu verstehen, wenn man generative KI im Unternehmen anwenden möchte, wenn man hier Anwendungsfälle implementieren will. Mein verehrter Vorredner hat es ja auch schon hervorgehoben. Der Zeitpunkt ist jetzt zu starten auch und man muss wirklich, wie ich auch vorher gesagt habe, beginnen zu lernen, hands-on mit diesen Technologien auch. Vielleicht sind die ein oder anderen Themen auch Input für Gespräche, für die Panel-Diskussionen etc. Ich hatte es schon erwähnt, kurz Applied AI eben als ein Joint Venture. Vielleicht ganz kurz noch Applied AI. Initiative unterstützt, hat ein Partnerschaftsmodell vorrangig, also auch ein starkes Ökosystem, eigenes mit Industrieunternehmen. Einige davon sind auch heute hier, das freut mich sehr. Und über dieses Partnerschaftsmodell fokussieren wir verschiedenste Formate des Austausches, des gemeinsamen Arbeitens auch, zum Beispiel auch im Bereich generativer KI, aber wir haben auch andere Angebote Richtung Beratung und auch gemeinsame Entwicklung auch und Training. Wie gesagt, wenn Sie interessiert sind daran, dann bitte ich Sie gerne, lade Sie ein, draußen zu dem Stand zu kommen und sich zu informieren auch. Wenn man so ein bisschen sozusagen jetzt sich mal kurz zurückstellt und reflektiert über generative KI, ein bisschen die KI in der Industrie reflektiert, ich meine, ich betrachte das jetzt seit einigen Jahren, dann haben wir sehr lange Zeit jetzt mit verschiedensten Methoden, ich möchte gar nicht in die Details gehen, immer wieder von dem Begriff Narrow AI, manche McKinsey nennt es Applied AI, vermeide das, weil das quasi auch unser Unternehmensname ist, oder enge KI gesprochen auch. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungsgebieten und Beispielen, drei Beispiele, Predictive Analytics Forecasting, beispielsweise bei Predictive Maintenance in Manufacturing, sehr und wog seit vielen Jahren Vision-Control-Themen, gerade im Qualitätsbereich, Recommendation, verschiedensten Bereichen Richtung Kunde vor allem auch. Und wenn man sich so mal so diese Zahlen, ich habe versucht, aktuelle Zahlen herauszufinden aus McKinsey und BWC-Studien, dann sieht man hier zum Beispiel, na, also dieses Investment, was bis jetzt, zumindest bis Ende 2022 geflossen ist, ist schon sehr, sehr impressive. Das ist jetzt eine globale Zahl. Und auch der Impact, da gibt es natürlich verschiedenste Schätzungen, ist auch schwer, also unschärfer, das ist eher die Größenordnung, die einem vielleicht da interessiert, ist natürlich sehr gewaltig. Eine Größenordnung bis 2030, die halt über Effizienzen, über Automatisierung, aber auch neue Wertschöpfung in Produktbereichen realisiert wird. Wenn man sich jetzt aktuell generative KI betrachtet und wenn man sich ehrlich ist, ne, Experten natürlich kennen dieses Thema schon länger, die Modelle, die Architekturen gibt es schon seit einigen Jahren, aber eben seit ChatGPT spricht jeder davon. Und es gibt natürlich jetzt auch viele Studien darüber auch, der Impact von generativer KI. Dann sieht man allein in diesem Jahr sind 14 Milliarden Dollar in Startups, in Initiativen, Projekte geflossen auch. Das ist eine Zahl, die ich von einer PwC-Studie herausgelöst habe. McKinsey spricht von einem Impact 2,6 bis 4,4 Trillion Dollars, also Billionen, per anno, ja, größtenteils durch Effizienzen.
eine sehr aktuelle Press-Release von McKinsey, fokussiert Deutschland und prophezeit hier, wenn man es konsequent einsetzen würde, das ist natürlich nicht so einfach, zum Beispiel ein Bruttoinlandsproduktzuwachs von 13% bis 2040, wenn man natürlich auch Voraussetzungen hier schaffen würde im Bereich der Digitalisierung. Also generative KI ist durchwegs sehr, sehr bedeutend. Wir wissen das, hier auch nochmal Zahlen. Wenn wir da auch weiterdenken, was ist so der nächste Schritt dann auch? Da gibt es auch sehr viel auch schon natürlich hier Diskussionen, Publikationen. Bill Gates hat da vor kurzem auch einen Blogpost geschrieben. Das Thema AI-Agents, also autonome KI, ist sicherlich ein Thema, was jetzt auch durch generative Modelle in den nächsten Jahren, glaube ich, uns auch nochmal begeistern wird, auch mit neuen Möglichkeiten in der Industrie. Was sind denn so die wesentlichen Elemente von generativer KI, die so spannend sind jetzt auch in der industriellen Anwendung? Auf der einen Seite sind es, sage ich mal, die inhaltlichen Capabilities. Was kann ich denn hier grundsätzlich mit solchen Modellen bewerkstelligen? Wissen Sie alle, wenn Sie ChatGPT ausprobiert haben, auch die neuesten Versionen auch und andere Modelle, es ist die Synthese, die Generierung von Content und zwar multimodal. Wir sehen es jetzt natürlich schon mit Text und Bild, Video, 3D-Objekte, also Geometrie, und auch andere Modalitäten bis hin zu vielleicht Unternehmensprozessen, komplizierten Programmiersprachen. Also das sind mannigfaltige Modalitäten. Das Verstehen von Inhalten und das Mappen auf Konzepte, erlernte Konzepte, ist auch ein unglaublich wichtige Eigenschaft, Fähigkeit von den Sprachmodellen, die wir dann zum Beispiel in der Beantwortung von Fragen sehen, aber auch in anderen Bereichen. Und ganz allgemein, mein OpenAI spricht ja schon seit längerer Zeit von Reasoning Engines, also das Schlussfolgern von Antworten, von Lösungen, basierend auf einer Beschreibung, ist etwas sehr Interessantes, wird sich sicherlich auch noch viel weiter verbessern, ist super interessant natürlich auch für Firmen, man denke an Customer Support, an Probleme, wo man dann Lösungen ableiten möchte, die man dann zur Behebung von Probleme, Inzidenz hat. Auf der anderen Seite, das hat auch der Vorredner, glaube ich, auch kurz schon erwähnt, auch, ist die Anwendung dieser Modelle super spannend, weil ich sie eben über Prompts, über eine natürlichsprachige Beschreibung des Problems verwenden kann. Ja? Also es ist nicht nur ein Coder, jemand, der die API richtig verwendet und eine Programmiersprache kann wie Python, sondern es können auch ganz, im Prinzip die Breite des Unternehmens kann diese Modelle zumindest verwenden, um Ideen auszuprobieren, auch natürlich Fragen, Probleme zu lösen. Und eine Grundeigenschaft dieser Modelle, dieser Algorithmik ist, dass sie wiederverwendbar ist, generalisieren, das sehen wir auch mit ChatGPT, wenn wir das verwenden auch. Wenn man sich jetzt die Anwendungsseite anschaut, ist prinzipiell mal eine große, große Vielfalt an Möglichkeiten da auch. Wenn man sich in den Unternehmen wurde sehr, sehr viel getestet, auch in diesem Jahr gibt es unglaublich viele Ideen und Anwendungsbeispiele. Andrew Ng, das Zitat passt auch ganz gut. Im Prinzip mit diesen generativen Modellen, vor allem auch dann mit einer Multimodalität gepaart, kann man natürlich sich sehr viele Use Cases denken. Ja, wir sprechen da von einer Landscape. Was sehr entscheidend ist, ist natürlich, in welche Use Cases möchte ich jetzt wirklich investieren. Viele Use Cases sind gut, na, aber schwer zu realisieren noch immer, weil ich regulatorische Anforderungen habe, weil ich Qualitätsanforderungen habe. Es sind kritische Prozesse. Datenqualität ist dann doch nicht so gut, um das wirklich so hoch zu treiben, etc. gibt es sehr viel. Das heißt, man muss seine eigene Unternehmens-Use-Case-Landkarte auch sehr, sehr gut kennen und analysieren, um richtige Entscheidungen hier zu treffen. Grundsätzlich hat man sehr viele Möglichkeiten und das Schöne ist auch, es gibt durchwegs Themen, Use-Anwendungsbeispiele, die Cross-Industrie-Anwendung finden auch. McKinsey hat da im Juni eine interessante Studie herausgebracht, interessant deswegen, weil wir waren gerade bei der Applied AI hier auch schon mitten in einer Arbeitsgruppe mit Industriepartnern und wir haben in dieser Arbeitsgruppe auch verschiedenste Anwendungsfälle der Industriepartner gemeinsam analysiert und diskutiert und ich habe in dieser Studie eben sehr gut auch die Ergebnisse unserer Diskussion gesehen, dass wir sehr wohl hier einen sehr starken Fokus auf der Anwenderseite sehen. Wiederum, es gibt sehr viele Anwendungsbereiche, McKinsey hat hier
zwei Achsen, ne? Also die Y-Achse, der nominelle Impact, der geschätzte in Dollar, und auf der X-Achse der Anteil der Effizienzen, der Einsparung, ne? Bei Einsatz. Und da gibt es sehr viele Anwendungsgebiete. Viele sind halt schwierig zu realisieren, vielleicht auch aktuell zumindest der Impact nicht so hoch. Sie kennen solche Darstellungen. Aber es gibt eben eigentlich 5 grundsätzliche Anwendungsgebiete, und ich glaube, das ist noch immer sehr valide heute, wo generative KI eine große Rolle spielt, und das sind auch durchwegs Cross-Industrie-Themen. Das ist nichts speziell im Pharma, im Automotive, im Medienbereich vielleicht. Das sind nämlich Themen wie generell, sage ich mal, Produktentwicklung, Product Engineering, wo sehr viel um Suche nach Informationen, Analyse von Informationen und dann entsprechende Maßnahmen, Aktionen abgeleitet werden auch. Hier Product R&D genannt. Sales, Marketing, naheliegend, Content Generation, Marketing natürlich multimodal. Software Engineering, das ist ein großes Themenfeld, wobei nicht nur das Coden selber im Fokus stehen sollte, sondern die gesamte Lifecycle. Ja, auch im Operations von Software können solche Modelle helfen, im Bereich von Bugfixing zum Beispiel, oder in dem Bereich von Code Review zum Beispiel auch. Ja, und Custom Operations, also Service Desks zum Beispiel, auch ein ganz fokussierter Anwendungsbereich wiederum, weil eben hier große Potenziale, große Automatisierung ist, aber auch die Skalierung sehr interessant ist auch, ne, über Industrien hinweg. Und ich habe da kurz einen Subtitel geschrieben, weil wir sprechen immer von Modellen, wir sprechen meistens von den Foundation Models. Sehr wichtig, da komme ich gleich dazu noch. Aber wenn man sich diese Anwendungsgebiete anschaut, dann sind die Modelle ein Teil davon, und diese Modelle führen gewisse generischen Use Cases aus oder müssen angepasst werden auch. Ich nenne das Value Chain, da komme ich gleich dazu. Und wenn man sich diese Use Cases hier anschaut, diese 5 Anwendungsgebiete, dann sehe ich sofort, in all diesen Anwendungsgebieten werde ich sicherlich Modelle anpassen müssen an die Domänen. Man sagt da oft heutzutage Vertical Models, Industry Models. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie ich das effizient tun kann, mit wem, aber auch wie, und wie ich das dann operativ betreibe. Dann steckt hier auch ein Use Case drinnen oder eine Problemstellung, die ich fast überall hier habe, ist nämlich eben der Zugriff und die Analyse von Informationen. Man nennt das Knowledge Retrieval, ist nichts Neues. Jetzt natürlich durch generative KI befeuert neu, ja, Q&A, die Antwort natürlich sprachig auf natürlich sprachige Frage, ist natürlich super spannend. Und das steckt hier auch überall drin. Ja. Für mich stellt sich da die Frage, wie können wir neben den Modellen auch mehr diese Grundprobleme standardisieren, um in der Skalierung und Industrialisierung dieser Themen zu helfen. Und um das nochmal vielleicht zu verdeutlichen, muss man sich immer überlegen, wenn ich solche Applikationen baue, außer ich würde jetzt da OpenAI Assistance API verwenden und Custom GPTs, dann ist das alles relativ für den Kunden, Anwender transparent gelöst, zum gewissen Grade, aber an sich, wenn man sich das tiefer betrachtet, gibt es da verschiedene Layers, wo wir Lösungen brauchen oder eben natürlich beziehen von Partnern oder Produktherstellern, Cloud-Anbietern, wie auch immer. Und natürlich, Hardware ist, glaube ich, omnipräsent, ist auch wahnsinnig wichtig, weil wir ja sehr rechenintensive Modelle haben, sowohl im Training noch umso mehr, aber eben auch im Operations, nicht zu vergessen. Hier sind dann auch die Kosten eine wichtige Rolle. MLOps, Automatisierung des Lifecycle, mit dem Thema auch Benchmarking. Ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt hat, sieht man, wie schwierig es ist einzuschätzen, wie die Qualität, die Robustheit von diesen Modellen ist. Das heißt, man muss sich einfach systematisch überlegen, wie man den Output von solchen Modellen kontinuierlich auch evaluiert, was an sich kein einfaches Thema ist. Benchmarking, weil eben auch viele andere Modelle es gibt oder Lösungsmöglichkeiten. Und ein Risk Management, diese Themen werden, also sind omnipräsent auch und werden auch stärker natürlich fokussiert hier in Europa, sicherlich sehr bald nächstes Jahr. Also wie kann ich denn auch zumindest technisch gesehen, ein Risk Management, das ist ja nicht nur ein technisches Thema, hier einziehen. Dann hat man verschiedene Tools, die man nutzen kann, diese Applikationen zu bauen. Wir kennen manche, jeder, der so eine
Knowledge Retrieval Lösung gebaut hat. Da gibt es einen Approach RAG, eine Retrieval Augmented Generation. Da gibt es dann so Frameworks, die man verwendet für die Pipelines oder für das Alignment und kann dann relativ effizient schnell vielleicht Lösungen bauen. Auch das ist sehr, sehr wichtig, also diese Standardisierung auf dieser Ebene. Dann haben wir die Modellseite mit den großen Modellen, mit den kommerziellen, mit den Open-Source-Modellen, die man dann eventuell noch customisieren muss für Domänen. Da gibt es verschiedene Methoden. Im Endeffekt, wenn es notwendig ist, auch vielleicht über Feintuning oder generelles Training, dann hat man diese Vertical Models hier. Und am Ende oben drauf ist der Application Layer. Also das sind so die, und je nachdem, welche Applikation mit welcher Bedeutung in einem Unternehmen, welchen Business Case, welche strategischen Wert es hat für die Kernunternehmensprozesse, muss man sich all diese Layer eigentlich anschauen. Und nicht nur oben auf der Applikationsseite. Wie gesagt, wenn man immer über Potenzial und generative KI spricht, sollten wir immer auch im Auge haben, natürlich, es gibt da Limitationen und daraus resultieren Risiken. Ich glaube, die meisten sind hier bekannt. Das ist auch ein ongoing Forschungsthema, also es ist sehr dynamisch, muss man auch immer wieder bewerkstelligen und kontrollieren. Was mir wichtig ist, ist, also ich habe das auch letzte Woche, glaube ich, beim Handelsblatt KI Summit, da hat der Jonas Antrulis eine Keynote gehabt zum Beispiel auch. Und da wurde auch kurz über dieses Thema in der Q&A gesprochen. Und ich weiß nicht, wie Aleph Alpha hier denkt, aber ich glaube wahrscheinlich ähnlich. Die Risiken muss man vor allem auf der Applikationsseite mitigieren. Und da ist es ja halt nicht nur das Modell, sondern es ist die gesamte Applikations-Lifecycle. Ne? Also von den Daten über das Modell, über die Anwendung in der Inference, über den User, wie er interagiert, über das Feedback des Users, was man wieder verwenden kann, um Modelle anzupassen. Also die gesamte Lifecycle ist wichtig, um am Ende die bestehenden Risiken, die tatsächlich da sind, auch zu begegnen. Auch. Und manche dieser Risiken sind einfach durch die Algorithmik gegeben. Halluzinierung ist ein Thema, was ein Kern, ein Bestandteil ist, weil wir von probabilistischen Algorithmen ausgehen. Es gibt da natürlich viele Initiativen, Aktivitäten der Mitigationsseite. Ich brauche jetzt nicht viel, glaube ich, über den UER-Act sprechen, der gerade im Trilog ist, der gerade jetzt in Bezug auf Foundation Models gerade sehr spannend ist, weil da jetzt nochmal last minute sehr viele vielleicht Änderungen reinkommen. Für mich ist auch Open Source ein Thema der Mitigation, komme ich gleich dazu nochmal. Und es gibt natürlich also auf der technischen Seite gewisse Möglichkeiten auch zu unterstützen hier auch. Open Source, ich finde Open Source ist ganz wichtig, ist auch vielleicht ein bisschen ein Motto heute, weil OpenGPTX ja auch im Fokus hat, Open Source Technologie bereitzustellen, um die deutsche Gesellschaft, der Industrie zu unterstützen, diese Technologie zu adaptieren. Und Open Source, ich meine, jeder kennt Open Source. Das hat in den letzten, sage ich mal, 15 Jahren massiv geholfen im gesamten datengetriebenen Bereich, ob jetzt Big Data, ob es jetzt Machine Learning ist, Machine Libraries, Deep Learning. Man denkt an PyTorch, eines der bekanntesten Open Source Projekte ja aktuell, und MLOps zum Beispiel. Viel ist hier durch Open Source in Form von Weiterentwicklung, Skalierung, Reifegrad dieser Technologien entstanden auch. Viele Tech-Companies haben Open Source wieder als Hauptstrategie aufgenommen. Und ich glaube auch eben im Bereich generativer KI ist es einfach ein ganz wesentlicher Bestandteil hier, damit Industrien, also Anwender, sie auch eine Optionen haben, wie sie dann technisch realisieren, und auch Optionen haben, bei gewissen Anforderungen auch wirklich wie regulatorischer oder aufgrund der schweren Domäne auch oder des strategischen Wertes hier auch vielleicht unterschiedliche Wege gehen können. Alles hat natürlich seine Vor- und Nachteile, aber darf man nicht vergessen, hier dieses Chart ist vielleicht bekannt, ist auch nicht ganz aktuell, ist auch schwer zu halten. Open Source explodiert auch, gerade letzte Woche wieder zwei interessante Modelle, eins aus China zum Beispiel auch. Also da tut sich auch wahnsinnig viel gerade und bin sehr gespannt, die OpenGPTX-Modell zum Beispiel auch kennenzulernen und zu verwenden, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, auch ein Beitrag auch. Bin fast am Ende der Zeit.
Ja, also ich glaube, also das ist wahrscheinlich eine Einsicht, die wir alle haben. Da hat sich jetzt fundamental schon etwas geändert in der Anwendung, in der Möglichkeit der Anwendung durch KI, dank generativer KI. Aber wie immer, und das ist ein alter Satz, die Realisierung muss gemeinsam gehen mit den Erwartungshaltungen. Das ist ganz wichtig in der Adoption. Ansonsten erleidet man vielleicht Schiffbruch. Und warum und was das heißt, Applied AI hat ja auch ein White Paper geschrieben, darüber auch, kann man sich im Detail dann noch durchlesen, gibt es mehrere Dimensionen, die wir denken und vorstellen möchten, die man betrachten sollte, wenn man wirklich jetzt sozusagen generative KI, und manches davon ist auch für allgemein, für KI, für Narrow KI sozusagen relevant, was man betrachten muss, um eine sorgfältige strategische Entscheidung treffen zu können im Unternehmen hinsichtlich Adoption. Ne? Strategischer Wert ist vielleicht erweitert sogar, weil diese Modelle wiederverwendbar sind, diese Modelle jetzt kritische Prozesse unterstützen, vielleicht jetzt nicht nur im Customer Support, sondern wirklich, ich möchte Produkte designen und möchte zukünftig Modelle dort verwenden, dann ist es ein Bestandteil eines wirklich unternehmenskritischen Prozesses bei Produktherstellern auch. Und das hat natürlich einen Wettbewerbsvorteil, dann einen massiven vielleicht auch. Und dann kommen wir in den Bereich, na, wie entscheide ich mich dann hier, wen, mit welchem Partner ich dann solche Modelle baue, wenn es eben so einen strategischen Wert hat. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Customisierung gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, gehe ich jetzt nicht tiefer ein, aber das bedingt dann auch die Wahl meines Partners, der Technologie und so weiter. Genau, mit dem möchte ich gerne abschließen. Ich hoffe, ich kann Ihnen einige Elemente geben. Wie gesagt, in die Tiefe bräuchte man mehr Zeit. Vielleicht werden einige Punkte auch heute noch diskutiert auch oder eben auch bei der Mittagspause, in den Pausen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Ming Yang. Ich möchte Sie zum Abschluss mitnehmen auf die Reise, wo die NBW gerade steht beim Einsatz von generativer AI. Kurze Geschichte, die Wurzeln für uns als Energieversorger, die gehen über 100 Jahre zurück, hat alles begonnen mit der Erzeugung von Elektrizität und natürlich hat sich in den 100 Jahren was getan. Unsere aktuellen Wachstumsgebiete sind die Erzeugung von nachhaltiger Erzeugungsinfrastruktur, also erneuerbare Energien. Ein weiteres Wachstumsfeld ist der Ausbau von systemkritischer Infrastruktur für den Transport von Strom, Gas und Wasser und natürlich auch der Aufbau von intelligenter Infrastruktur. Man kann hier an Breitband, aber auch an Lade- und urbane Infrastruktur denken. Das sind aktuell unsere Wachstumsfelder und ja, auch für uns war 2023 ein turbulentes Jahr. Ja, im Frühjahr 2023 haben auch die Mitarbeiter bei der NBW ja, OpenAI, also ChatGPT, kennengelernt und auch im privaten Umfeld einfach gemerkt, oh, das hat viel Potenzial, aber wie setzen wir denn das bei uns in der NBW ein? Wie kommen wir da ran? Und einer der ersten Schritte für uns als Unternehmen war, dass wir von einem Gremium, vom Rechtsbereich, Betriebsrat und Datenschutz Leitplanken erhalten haben. Innerhalb von diesen Leitplanken konnten wir diese Technologie austesten. Und auch ein erster wichtiger Schritt dabei war für uns, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NBW das zugänglich zu machen. Und das ist bei uns geschehen in Form von LernGPT. Das ist eine Oberfläche, die Möglichkeit bietet, dieses Sprachmodell auszuprobieren, in einem geschützten Raum mit internen Daten. Es gibt Tutorials, um die ganz grundlegenden Funktionalitäten wie Textzusammenfassung, Textgenerierung, Brainstorming kennenzulernen und einfach alle Mitarbeiter an diese Technologie heranzuführen und die einfach nutzbar zu machen. Und sie können das einfach mal ausprobieren. Also der Rollout hat da auch stattgefunden. Es steht wirklich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung. Der nächste wichtige Schritt war dann die Gründung einer GenAI-Arbeitsgruppe, die den Schwerpunkt hat,
einfach auch auf den Use Cases. Ja? Also welche Use Cases können wir bei uns umsetzen? Wo sehen wir da Potenziale? Wie können wir hier einfach auch effizient agieren? Und mein Kollege Steffen Salenbauch und ich, wir sind Teil dieser GenAI-Arbeitsgruppe und haben für heute 3 Beispiele ausgewählt, die wir mal exemplarisch zeigen wollen, um da einfach einen Eindruck zu geben. Und der erste Use Case, der kommt aus der Unternehmenskommunikation. Das hier ist der Oliver, der arbeitet in der Unternehmenskommunikation. Ja, und da kommt ChatGPT in ganz vielen, hat ganz viele Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel bei Störungsmeldungen. Wenn es draußen zu Stromausfällen kommt, dann gibt es von der Netzleitstelle eine Störungsmeldung. So sieht die Datengrundlage aus dafür und die Bürgerinnen und Bürger und das Rathaus draußen, die erwarten einfach, dass da zügig eine Meldung kommt, was ist denn da passiert, wie sieht das aus. Und der Oliver, der hat jetzt einen Prompt entwickelt in ChatGPT auf Basis von dieser technischen Störungsmeldung und nutzt hier dieses Werkzeug, um eine Pressemitteilung zu erstellen, die er dann rausgeben kann, die ein gewisses Format hat und ihm da einfach unterstützt in seiner Arbeit. Weitere Anwendungsbeispiele sind auch Brainstorming zu Themen, zu denen sich die NBW positioniert, dass man da einfach nicht mit einem weißen Blatt anfängt, aber auch, ich sage jetzt auch, Texte für Social Media generieren, das ist einfach ein super Werkzeug, das auch sehr schnell und auch sehr barrierefrei da in die Anwendung kam. Das nächste Beispiel, das ich mitgebracht habe, das kommt aus dem Einkauf. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir als Infrastrukturunternehmen ja einfach aufgrund der Energiewende vermehrt mit Netzausbau zu tun haben. Das hier ist Lea, die arbeitet im Einkauf und die muss jetzt natürlich gucken, wie kriegen wir das ausgebaut, und die sucht jetzt zunehmend nach Dienstleistungsunternehmen für den Tiefbau. Und wie hatte das bisher gemacht? Naja, sie hat halt einfach nach Webseiten gesucht, hat die händisch, hat die manuell durchsucht und geguckt, wo kriege ich denn hier meine Dienstleister her. Und wie kann GPT hier unterstützen? Indem wir teilautomatisiert die Inhalte von Webseiten zusammenfassen, eine Bewertung vornehmen, ob das ein Dienstleistungsunternehmen sein kann für unsere Aufträge, ja oder nein. Und das Ergebnis ist dann für Lea eine Longlist an Unternehmen, mit der sie dann weiterarbeiten kann, um geeignete Unternehmen für diese Energiewende, für den Ausbau zu finden. So, es waren 2 von 3 Beispielen, und damit darf ich an meinen Kollegen Steffen übergeben. Vielen Dank, Evelyn. So, ja, genau. Der dritte Fall, den ich mitgebracht habe, da haben wir ein bisschen geschummelt. Das ist eigentlich nicht ein einzelner Fall, deswegen steht jetzt auch noch nichts auf der Folie. Der dritte Fall sind die Rack-Use-Cases. Also heute hatten wir ja schon ein paar Beispiele, wo es um die Technologie Rack ging. Vielleicht fiel der Begriff nicht, aber im Grunde ist RAG halt die Möglichkeit, so ein Chat-basiertes Large Language Model zu koppeln mit eigenen Dateien. Und dadurch kann ich halt auch ja, in so ein Chatbot Fragen stellen, Fragen reingeben, die ich dann anhand von eigenen Dokumenten beantwortet bekomme. Als wir dann ja, innerhalb der GenAI-Expertengruppe der NBW durch den Konzern getourt sind und Workshops gemacht haben und Use Cases identifiziert haben, ja, dann kam im Endeffekt halt raus, sehr, sehr viele dieser Use Cases sind Rack Use Cases. Und einen dieser Rack Use Cases habe ich heute mal mitgebracht. Wir nennen den Answer AI. Answer steht für Anleitungssupport durch Wissenserörterung mit AI. Sehr kreativer Name, wie ich finde. Wo ist der angesiedelt? Bei unserem Netzunternehmen, also bei den Netzen BW. Und da können wir uns jetzt mal in diesen sympathischen Kollegen hier reinversetzen. Der ist Monteur, der ist draußen an der Anlage und steht dann vor so einer Anlage und stellt sich die Frage, wie stelle ich jetzt genau bei diesem Gerät von dieser Anlage fest,
ja, von diesem Hersteller, ob das Gerät jetzt richtig funktioniert, ob das richtig kalibriert ist, etc. Aktuell gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten. Lösungsmöglichkeit A: Ich weiß, wer letztes Jahr an dieser Anlage war, den rufe ich jetzt an. Lösungsmöglichkeit B, und das, als ich das gesehen habe, das finde ich ja schon mal mega cool. Das, was in den Köpfen ist, das ist ja irgendwo tatsächlich in hunderten PDF-Dateien niedergeschrieben. Und somit hat man auch die Möglichkeit B, ja, man sucht sich da durch, ja, durch diese hunderte Dokumente und findet dort entsprechend die Anleitung für dieses Teil. Beides ist aber sehr, sehr unschön. Vor allem Lösungsweg B ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Lösungsweg A ist halt auch nicht so toll. Irgendwann scheiden vielleicht Kollegen aus. Da hat ein Unternehmen einfach ja, diese Gefahr, dass sich dort Wissensinseln bilden. Und das ist natürlich unschön. Ja, diese Fragestellung ist eigentlich ein klassischer Rack-Use-Case. Ja, ich habe hunderte Dokumente. Ich baue einen Chatbot basierend auf einem Chat Large Language Model und stelle darüber meine Queries, meine Fragen und bekomme die Antwort aus diesen Dokumenten. Dieser Use Case wird gerade umgesetzt. Jetzt hatten wir die Aufgabe, uns ein paar Use Cases zu überlegen, die wir heute hier vorstellen. Das hatten wir es abgesprochen, aber wir wollen uns ja auch so ein bisschen über Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und auch ein paar Herausforderungen identifizieren. Und eine Sache, über die wir heute gerne berichten, wie wir da vorgehen und was unsere Erfahrung ist, ist eben genau der Umgang mit diesen Rack-Systemen. Ja, ich habe gestern mit einem Kollegen telefoniert, der hat gesagt, ich habe ein Rack-System gebaut mit 4 Zeilen Code. Aber, ja, und das große Aber, ich weiß nicht, wer hier jetzt unter den, vielleicht ein Data Scientist oder so dabei ist, auf jeden Fall ist halt das Problem, so ein Rack-System ist sehr leicht gebaut. Ich bin auf dieses Zitat gestoßen, Rack is easy to use, but hard to master. The truth is that there's more to Rack than putting documents into a vector database and adding an LLM on top. Dieses Zitat habe ich gefunden auf der Seite von einem Vektordatenbankanbieter. Und selbst der Anbieter von einem Vektor von einer Vektordatenbank sagt, Leute, es ist nicht damit getan, nur eine Vektordatenbank mit einem LLM zu verknüpfen. Ja. Ich habe das verglichen ein bisschen mit Gitarre spielen. Ich glaube, jeder hier im Raum hat schon mal Gitarre gespielt. Man weiß, wie rum man das Ding hält, irgendwie hält man das im Arm, dann sind da so Saiten dran, dann kann man dann dran zupfen, es entstehen Töne. Ja, es ist Gitarre spielen. Ja. Das wären die 4 Zeilen Code. Aber hier zu Jimi Hendrix ist da ganz schön Luft nach oben. Ja. Und auf Rack bezogen muss vielleicht nicht jedes Rack-System Jimi Hendrix-Niveau sein. Aber wir wissen alle, damit so ein System in der Produktion akzeptiert wird und sinnvoll ist, brauchen wir ein gutes Niveau, ein sehr gutes Niveau. Und das ist nicht so einfach zu erreichen. Jetzt können wir mal diese These überprüfen, anhand dessen, was kürzlich der Klassenprimus OpenAI dazu gesagt hat. Das hier ist ja, ein Screenshot, den habe ich gemacht aus dem Video, können Sie alle nachschauen, auf YouTube verfügbar, von der OpenAI Dev Conference, die jetzt erst diesen Monat war. Und der Vortragende hat dort ein Rack-System vorgestellt und hat da ein paar Comments dazu abgegeben. Wir sehen, der Laserpointer, aber Sie sehen ganz links, das ist das 4-Zeilen-Modell, also das ist Spaceline-Modell. Das hatte eine Accuracy von 45%. Das heißt, mehr als jede zweite Frage war falsch, die ich an dieses Rack-System stelle. Und dann haben die Ingenieure von OpenAI einige Dinge gemacht und sind letztlich bei einer Accuracy von 98% angekommen. Und diese Dinge, die gemacht wurden, ich hoffe, Sie sehen es auch von hinten, die stehen jetzt eben hier unten unter diesen Säulen aufgelistet. Da steht zum Beispiel unter der grünen Säule Height, das steht für Hypothetical Document, Embedding Retrieval, also eine Technik, wo man nicht direkt mit der Query in der Vektordatenbank sucht, sondern eine hypothetische Antwort generiert, also quasi halluziniert und auf Basis dieser Antwort dann sucht. Ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen, aber Sie sehen hier Begriffe wie Re-Ranking, Classification,
klassisch Prompt Engineering, es werden Tools gebraucht, also einige einfach technische Kniffs, die dazu geführt haben, dass das System deutlich besser wird. Das soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung für OpenAI sein. Ich finde die Folie aber wahnsinnig interessant. Und zwar aus zwei Punkten. Ich habe jetzt hier gerade dieses Hide, was ich gerade erklärt habe, eingekreist. Das finde ich deshalb spannend, weil hinter diesem Hide sehen Sie ein rotes X. Und wenn Sie das Video anschauen, dann hören Sie auch die Erklärung, warum da ein rotes X steht. Das ist nämlich was, was ausprobiert wurde und was nicht funktioniert hat. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht zu einer Verbesserung geführt. Am Ende des Videos wird ein zweiter Red Case vorgestellt. Das habe ich jetzt nicht dabei, das müssen Sie zu Hause anschauen. Und dort wird gesagt, der Schlüssel, um bei dem zweiten Red Use Case in Richtung Jimi Hendrix Niveau zu kommen, war eben dieses Hide. Und das heißt, das sehen Sie oben auch in der Überschrift, es gibt keine Blaupause. Ich muss, um Rack-Systeme gut zu machen, verschiedene Dinge ausprobieren. Ja? Es gibt keine Blaupause, es gibt keinen Weg, den ich immer gehen kann. Dort ist Ausprobieren angesagt, dort ist Arbeit benötigt. So, und der zweite Punkt ist, wer macht diese Arbeit? Das machen Data Scientists. Aus unserer Sicht ist das Arbeit für Data Scientists. Und die Data Scientists haben natürlich das Problem, dass die meisten bis vor einem Jahr von RAG gar nicht gehört haben. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Und so wie in anderen Berufsbildern, und erlauben Sie mir diesen Vergleich, wie in anderen Berufsbildern ist es jetzt halt so, die Welt dreht sich weiter. Ja? Früher hat man jede Bauch-OP, ich bin jetzt auf, es ist jetzt sehr glattes Eis, ich hoffe, es sind keine Ärzte hier, aber früher hat man jede Bauch-OP manuell gemacht. Heutzutage gibt es Roboter, mit denen ich Bauch-OPs machen kann. Früher wie heute sind Chirurgen dafür notwendig. Und so ähnlich sehe ich das auch bei Data Scientists. Data Scientists haben immer noch die gleiche Aufgabe, aber die Werkzeuge und der genaue Weg zum Ziel ändert sich halt. Bei den Chirurgen hat es Jahrzehnte gedauert, bei den Data Scientists kommt es jetzt halt die letzten Monate. Also eine rasante Entwicklung führt dazu, ja, wir haben eine hohe zeitliche Dynamik. Innerhalb von einem Jahr hat sich gefühlt die Welt extrem weitergedreht in diesem Feld. Wir haben dann doch relativ komplizierte Aufgaben, die die Data Scientists machen müssen. Und die beiden Dinge in Kombination führt halt dazu, das ist kein Szenario für Einzelkämpfer. Wenn jeder Data Scientist innerhalb der NBW, oder wir können es ausweiten, in jedem Unternehmen, für sich selber ausprobiert, was jetzt funktioniert, um ein Rack-System auf ein Produktivniveau zu bringen, dann sind wir da zu langsam. In dieser zeitlichen Entwicklung, glaube ich, funktioniert das nicht. Und wir haben super viele richtig tolle Data Scientists bei uns im Unternehmen. Und wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir in diesem zeitlich dynamischen Feld alle befähigen, solche Systeme verbessern zu können vom Baseline-Level. Und da haben wir in der NBW für uns den Entschluss gefasst, wir bringen die alle an einen Tisch, wir gründen eine RAG-Tech-Community, wo sich alle Data Scientists aus allen Bereichen austauschen, Erfahrungen austauschen. Wann funktioniert was? Es gibt hier eine neue Library, ich habe die ausprobiert, die funktioniert nicht oder die funktioniert richtig gut. Also diesen Austausch, den wollen wir jetzt eben über so eine interne Maßnahme weiter fördern. Im ersten Schritt werden auch Auftraggeber von solchen RAG-Use-Cases, also die Leute, die in den Fachbereichen sitzen, mit dabei sein, damit auch die ein Gefühl bekommen, Mensch, es ist nicht mit den 4 Zeilen Code getan. Und da muss man schon Know-how und auch ein bisschen zeitlichen Aufwand reinstecken. Das wollte ich an der Stelle als Impuls mitgeben. Ich freue mich auch gerne, ich weiß nicht, ob wir Zeit für Fragen haben, aber auch gerne im Nachgang zu Impulsen, Anregungen, vielleicht auch, welchen Weg gehen Sie? Ja, und an der Stelle möchte ich mich herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Applaus